Die Abwesenheit des Teufels. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte uns, wenn der Ramadan anbricht, stehen die 8 Tore des Himmels offen, die 7 Tore der Hölle geschlossen. Die Gnade Allahs wird ausgeschüttet. Das Erbarmen Allahs ist eröffnet. Und die Shayatin sind angebunden. All das geschieht aus Barmherzigkeit Allah uns gegenüber. Stellt euch mal einen Regenguss vor. Stellt euch vor, die Regentropfen wären Allahs Gnade. Und sie wählen jene Häuser aus, auf die sie treffen. Allahs Gnade, seine Vergebung, seine Belohnung werden nur bestimmte Menschen treffen. Es werden bestimmte Menschen auserwählt, die durch diesen Ramadan die Gnade Allahs verspüren werden. Stellt euch mal vor, dieser Ramadan wäre ein Intensivkurs. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Shayatin sind während des Ramadans angekettet. Nun, viele von uns geraten während des Ramadan trotzdem in Versuchung, nicht wahr? Auch im Ramadan erleben wir Waswasa. Und zwar weil, erstens, der Shaitan bereitet sich vor. Er organisiert Verbündete, noch vor dem Ramadan. Schlechte Freunde, die nicht die Gnade Allahs erlebt haben. Denkt an die Regentropfen, die auf die Häuser niederregnen. Doch bei einigen Personen sind die Herzen so schwarz, sie haben den Koran und das Gebet so lange Zeit vernachlässigt, sodass sie nicht einmal im Ramadan etwas im Herzen verspüren. Ihre Seele ist verkümmert. Also benutzt der Shaitan diese Menschen, um die Muslime, die Gläubigen, zu beeinflussen. Er schickt sie los während des Ramadan. Zweitens flüstert der Shaitan dir ein. Er flüstert dir ein, noch bevor der Ramadan beginnt. Viele Menschen sind heutzutage leider nachlässig. Auf Ramadan bereiten sie sich dann vor, wenn sie den Hilal des Ramadan sehen. Doch der Shaitan ist bis zum Hilal des Ramadan aktiv. Und die Person beginnt zu fasten und versucht alle guten Taten zu tun. Und wenn der Ramadan vorübergeht, ist es so, als ob nichts passiert wäre. Als wäre es nur eine einzige Welle, die gekommen und ebenso vergangen ist, ohne Spuren zu hinterlassen. Aber dann gibt es Menschen, sie bereiten sich 2 Monate auf den Ramadan vor. Habt ihr nicht den Propheten über die Wirkung von Rajab sagen hören? Während des Rajab vermehrte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Fasten. Also müssen wir vor dem Ramadan trainieren, um das Beste aus dem Monat Ramadan rauszuholen. Kennt ihr die schönen Erzählungen über die Sahaba? Sie bereiten sich 6 Monate auf Ramadan vor. Und nach dem Ramadan baten sie Allah 6 Monate lang darum, dass Allah ihr Fasten und ihr Ramadan annimmt und akzeptiert. Der Shaitan weiß das und er ist dein Feind. Und der Shaitan weiß, dass er im Ramadan keinen Einfluss hat. Also muss er dich vorher beeinflussen, damit du verlierst. Er bereitet sich vor, damit du nicht gewinnst. Also müssen wir uns vorbereiten. Wenn du einen steilen Hang hinauflaufen möchtest und vor dem Berg liegt Flachland, wirst du nicht bis zum Fuße des Berges warten. Du wirst schon im Flachland zu laufen beginnen, damit du noch etwas Schwung mitnehmen kannst, wenn es steil bergauf geht. Und der Ramadan ist ein Aufstieg. Und du erreichst die Bergspitze, inshallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, möge seine Nase in Staub getaucht werden. 3 Mal sagte er das. Und die Sahaba fragten, ja Rasulullah, wessen? Wer den Ramadan erlebt, ohne Vergebung zu erlangen. Also gibt es keine größere Chance für Vergebung als im Ramadan. O ihr, die ihr eure Sünden bereut habt. O ihr, die ihr die geheimen Sünden kennt, die niemand außer euch kennt. Und ihr weint in der Nacht und fühlt euch so schuldig. Und ihr habt nahezu jede Hoffnung aufgegeben. Das ist eure Zeit, inshallah, um diese schwere Last von den Schultern zu laden und stattdessen in euren Herzen die Süße des Iman zu spüren, die ihr niemals zuvor gekostet habt.